In diesem Video zeige ich dir eine Anwendung des Konjunktiv 2, die nicht so bekannt ist, die aber meiner Meinung nach hinsichtlich des Sinngehalts eines Textes doch sehr wichtig ist. Und zwar kann man das Konjunktiv 2 dazu verwenden, das Gegenteil vom Indikativ auszudrücken. Doch nun der Reihe nach die Grundanwendung der beiden Formen Indikativ und Konjunktiv zuerst erklärt. Das heißt, das Indikativ beschreibt, was wirklich bzw. tatsächlich geschieht. Deshalb nennt man das Indikativ auch die Wirklichkeitsform. Oder in anderen Worten, das Indikativ ist einfach die Sprache, die wir verwenden, wenn wir einen Vorgang beschreiben. Und im Gegensatz dazu die Grundanwendung vom Konjunktiv 2 besteht darin, etwas eben nicht Reales, etwas nicht Erfüllbares auszudrücken. Das ist die Grundanwendung der beiden Formen. Und jetzt gibt es aber noch eine Zusatzanwendung vom Konjunktiv 2. Mit dem Konjunktiv 2 kann man das Gegenteil vom Indikativ ausdrücken. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz zur Bildung. Und zwar bildet man das Konjunktiv 2 mit der zweiten Stammform plus dem Umlaut, sofern möglich. Das heißt, wenn ich das Verb kommen habe, lautet das Konjunktiv 2 eher käme. Dann gibt es noch die Ersatzform mit würde, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Dazu gibt es auch eigene Videos. Konzentrieren wir uns auf das Wichtigste hier, und zwar auf die Gegenteilbildung, die wir mit dem Konjunktiv 2 durchführen können. Jetzt in einem Beispiel 1 erklärt. Im Indikativ die Beschreibung, die Realität. Wir haben hart trainiert. Und wenn ich jetzt den gleichen Satz im Konjunktiv 2 formuliere, dann heißt der Satz, hätten wir nur hart trainiert. Und der Informationsgehalt, was hier dahinter steht, ist, das haben wir nicht getan. Und das ist eben das Gegenteil von hart trainieren. Wir haben nicht hart trainiert. Wir hätten es nur sollen. Und das Ganze noch in einem zweiten Beispiel zur Verfestigung. Indikativ, er kommt immer pünktlich. Im Konjunktiv 2 käme er nur immer pünktlich. Und auch hier haben wir den Informationsgehalt, er kommt leider nie pünktlich. Das war ein kurzes Video, aber meiner Meinung nach wichtiges Video, um den Sinn einer Anwendung vom Konjunktiv 2 zu verstehen. Er drückt nicht grundsätzlich nur etwas Irreales aus, sondern er kann auch dazu verwendet werden, das Gegenteil vom Indikativ zu bilden.